Wie hast du mich gefunden? Wir haben Pagans Heli gesehen. Er kommt nie so weit in den Süden. Ich wollte wissen, warum. Du hattest Glück, dass wir in der Nähe waren, als Darpans Textnachricht kam. Tja, wir sind da. Willkommen in Banapur. Heimat des Goldenen Pfads. Wer ist das? Wo ist Darpan? Er hat es nicht geschafft. Das ist AJ Gale. Mohans Sohn. Damit wir uns verstehen. Darpan ist tot? Und du bringst mir den hier? Hey, ich habe nichts mit der Sache zu tun, okay? Ich suche nur nach Lakshmana. Wir stecken mitten in einem Scheißkrieg. Wir haben keine Zeit für Touristen. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn da lassen? Verzeih, Bruder. Amita ist etwas empfindlich. Ich rede mit ihr. Aber Lakshmana, das klingt, als wäre es ein Tempel oder Schrein. Wenn das so ist, ist es im Norden. Der Norden ist Feindterritorium. Da kommen wir nicht hin. Noch nicht. Bekomm den Kopf frei. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Hm? Ich will nichts mit Bagan Min und seinen Soldaten zu tun haben. Ich will einfach nur meine Ruhe. Der goldene Pfad hat frisches Blut bekommen. Darum werden wir siegreich sein. Wir lassen die Fehler der Vergangenheit hinter uns. Sei gegrüßt. Anführer des Goldenen Pfads? Wie ein zweiköpfiger Elefant ziehen sie in verschiedene Richtungen und erreichen gar nichts. Seht, wenn der Wind hereinweht, fühl dich wie zu Hause.
Angesichts des Krieges hast du Glück, dass du noch Sachen kaufen und verkaufen kannst. Mein Ehemann näht gerne. Früher hat er Kleidung für die ganze Familie gemacht. Jetzt stellt er Uniformen für den goldenen Pfad her. Sabal sagt, ich soll das nicht machen. Ich bringe dir nur bei, dich zu verteidigen. Ah, der Tourist. Ich bin Amita. Das ist Badra. Hi. Üb weiter. Du, ich habe da etwas überreagiert. Es ist Krieg. Ständig verlieren wir Männer, die Arbeit wird nicht weniger. Kann ich irgendwas tun? Ich bin kein Soldat, aber ich möchte helfen. Okay. Klar. Da ist eine Farm, nicht weit von hier. Kanan führt sie, aber sie ist alt und bräuchte deine Hilfe mit ein paar Wildtieren. Ihre Felle müssen unversehrt bleiben, also nimm das. Badra, was machst du? Heb ihn auf. Versuch's nochmal. So ist gut. Amita schickt mich. Anscheinend haben sie irgendein Problem mit wilden Tieren? Amita, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wölfe sind ein bekanntes Übel auf Kanans Hof. Sie hat eine Menge getötet, aber dieses Jahr sind sie besonders aggressiv. Und ich sorge mich um sie. In der Nähe gibt es einen Tierbau. Säubere ihn. Ich glaube, dass Kanan Dinge auf ihrer Farm hat, die du einsetzen kannst. Und AJ, heute deine Abschüsse. Felle können wir immer brauchen. Thank you.
Badra, wie geht's dir? Gut. Ich hab diese Felle mitgebracht. Ich dachte, ihr habt Verwendung dafür. Hm. Die sind gut, AJ. Aber behalte sie nur. Sie hat genug für ihre Tankerbilder. Wie war das, Tanker? Das hier handelt vom Leben eines Gurus. Das hier handelt vom Dämon Yalung. Hier geht es um die Göttin Kyra. Und das hier handelt von Badra. Der nächsten Tarun Matara. Tarun Matara ist eine lebende Göttin, behauptet Sabal. Das ist kein Leben für ein Kind, als Objekt behandelt zu werden, als Ding.
Danke für die Hilfe. Später zeigen wir dir, wie man sie verwendet. Vielen Dank. Bitte beehre mich bald wieder. Warum setzt ihr euren aussichtslosen Kampf fort? Lasst uns Führer vereinen, lasst uns zusammenarbeiten und die Gewalt beenden. Alle Anhänger des Goldenen Pfades, die sich kampflos stellen, erhalten eine vollständige posthume Begnadigung. Paganin gibt euch sein Wort. Möge sein Licht uns alle erleuchten. Ich bin froh, dass der Goldene Pfad die Leute wieder durch den Kontrollpunkt lässt.